Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 911. Die heutige Folge ist auch wieder mal für alle, die mit der Xbox One und mit der PlayStation 4 den Landwirtschaftssimulator 2019 spielen. Und wir stehen schon vor der ersten Mod. Es ist nämlich ein Schweinestall. Nein, es ist ein Kuhstall. Genau, so sieht's aus. Und zwar ein Kuhstall mit einer Entmistungsanlage, wie ihr hier seht. Ne? Also die Varianten links und rechts. Wenn ich jetzt hier dementsprechend mal hingehe, das Ganze aufmache. So, dann seht ihr, hier ist der Innenbereich für den Kuhstall. Hier drin seht ihr auch die Trigger. Und hier seht ihr, wie der Mistpart hier an einem Seilsystem hin und her gezogen wird. Das ist auf beiden Seiten so der Fall. Das macht den Kuhstall hier noch besonders. Besonders macht ihn der, dass er hier den Boden leider nicht anpasst. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Er hat ein paar Flächen, die er anfasst, mit denen die Trigger sind, seht ihr hier. Aber es wäre natürlich dann sinnvoll, wenn ihr so einen dann auf die Wiese setzt, wie ihr hier seht, weil sonst wird es echt eng. Ne? Also, ja, soll man sagen, so ist es dann halt. Ne? Hier geht es dann rein und raus für die Kühe. Hier müsst ihr natürlich dann den Torbereich dann schließen, sozusagen, damit die von beiden Seiten hier rumlaufen können. Ne? Das ist dann logisch. Auf der anderen Seite hat der Kuhstall hier dementsprechend, ne, klar, man hat draußen gerade gesehen, Güllepart, Milchpart, das ist sonst alles da, Unterstand technisch gesehen. Und auf der Seite hier kommt man nämlich jetzt nicht in den Kuhstall, sondern die zweite Hälfte, wie ihr hier seht, ist tatsächlich dann noch eine Unterstellmöglichkeit. Also man hat hier tatsächlich noch eine Scheune drin und noch einen gesamten Strohboden. Also sehr schön gemacht mit allem drum und dran und sieht halt auch mal optisch ein bisschen anders aus wie ein normaler Kuhstall. Aber wie gesagt, man muss halt die Bodenplatte, da muss man selber ein bisschen dran denken, dass man da ein bisschen was schon mitmacht. Ne? So, wir gucken uns das Ganze mal im Shop an. Finden wir natürlich dann bei Tierhaltung. Da seht ihr es dann, ne? Kuhstall mit Garage. 100.000 kostet er, 20 Tiere gehen rein. War ja auch nicht so riesig groß und 30 am Tag müsst ihr dann bezahlen. Das ist im Verhältnis gesehen, wenn ihr euch den, warum sind die kleine Kuhweide anguckt, 50 mit 100 am Tag, ne? Und kostet 100.000. Ihr habt hier 30 am Tag für 20, aber ihr habt, wie gesagt, auch noch eine Garage mit dabei. Da muss man dann gucken, was man denn draus machen möchte. So, das war Mod Nummer 1. Mod Nummer 2, bevor wir dann gleich noch aufs Feld gehen und auch noch was anderes Schönes dabei haben, ist diese Garagengeschichte hier. Im wahrsten Sinne des Wortes Garage mit Werkstatt. Hier seht ihr es. Also schöne große Tore. Eigentlich, wenn man die aufmacht, ist fast die Wand weg sozusagen. Auch die Bodenplatte gefällt mir gut. Die Texturen so sehen alle ganz okay aus. Man hat hier eine schöne, ne, Werkstattgeschichte mit drinne. Und man kann mit kleineren Fahrzeugen auch von der Seite reinfahren. Theoretisch genau so wieder rausfahren. Je nachdem, wie man es denn möchte. Von außenrum. Hier ist selber ein bisschen Efeu dementsprechend dran. Vom Innenraum selber her. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. So, haben wir hier natürlich noch Licht. Das sieht auch stimmungsvoll sehr gut aus. Auch die ganzen Träger- und Balkengeschichte vom Dach her sieht soweit echt okay aus. Ne? Auch die Tore sind gut. Ne? Also durchaus eine schöne kleine Werkstatt mit schönen Unterstellmöglichkeiten auch für. Jetzt haben wir etwas größere Geräte, 3 Stück, und trotzdem kann man noch die Werkstatt benutzen. Also sehr schönes Ding. Wir gucken uns das natürlich auch mal hier an, und ich bin natürlich gerade falsch gelaufen, weil das steht unter Diverses bestimmt. Da haben wir es doch. Garage mit Werkstatt. 50 am Tag, das kommt durch die Werkstatt zustande. Da muss man ein bisschen mehr für bezahlen, dass man die hat. 25.000 in der Anschaffung ist allerdings relativ günstig für eine Werkstatt. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, möchte ich mal so sagen. Ne? Wenn man sonst nicht so umguckt, zubehörmäßig sonst, ne, hier ein paar schöne Kartons, Kartons ja schon Kisten, sieht man sonst nicht so oft stehen, man hat ja sonst immer sonst den Einheitsbrei. Hier stehen auch mal ein, zwei andere Sachen rum, die man nicht so oft sieht dementsprechend als Zubehör. Ne? Also, wie gesagt, finde ich schon ganz ansprechend. Vor allem auch die Lichtverteilung gefällt mir gut. So, dann hüpfen wir mal und kommen hier ins Paradies, hätte ich fast gesagt. Nein, wir kommen hier auf unseren Parkplatz vom Shop. Es geht gleich mal noch Richtung Feld. Und hier laufen wir gerade auf die nächste Mod zu. Auch hier mal was Besonderes. Eine John Deere 520 High Speed. Das ist ein Schlegelmäher. Also eine schöne Geschichte. Ich habe immer noch die Mähproblematik, aber wie Gras aussieht, was denn liegt, das wisst ihr selber dementsprechend auch. Deswegen geht es mir jetzt hier mehr darum, zu sehen, dass ihr sieht,
wie es dann läuft und ob es läuft. Und da seht ihr, es läuft. Ne? Also es funktioniert so einwandfrei. Ich mache es mal wieder aus, man sieht man auch schön nachlaufen und wie die Technik funktioniert. Es ist hier nicht unbedingt alles auf, ja, ne? Auf glänzend Hochglanz gemacht. Hier zum Beispiel, die gesagt, das hätte man vielleicht auch in Chrom oder metallisch machen können. Ne? Also das ist dann mehr so ein einheitlich grün gelassen, obwohl Logo-Geschichten und hier auch die Warnhinweise und die Schilder selber, genau wie die Beschriftung auch, auch hier sieht man, das ist nicht irgendwie pixelig oder sowas, das sieht alles schon sehr ordentlich aus. Ne? Vielleicht, ich weiß nicht, wie es im Original auch ist, ob die Möglichkeiten hier die Seitenteile aufzumachen, ob man da sonst das auch extra macht, dass es in John Deere-Farben ist, sage ich jetzt einfach mal so. Das weiß ich so nicht. Aber es sieht sonst so echt ganz ordentlich aus. Das kann man hier noch sagen. So. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze noch im Shop an. Ne? Wir haben hier Mähtechnik. Da gehen wir mal ganz zum Ende durch. Da seht ihr es selber. 33.868. Wie dieser krumme Wert zustande kommt, weiß ich nicht. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Wir sind bei 6,10 Meter Arbeitsbreite, was echt eine schon ordentliche Größe ist für die Art von Gerät. Wir sind bei 120 PS und 18 km/h. Mit 18 km/h ist es dementsprechend ein bisschen langsamer wie die anderen, aber ich sag mal, ist immer noch okay. Wenn wir so Gegenstücke sehen hier, die Einzelmähwerke sonst nehmen, ne? Ja, 16 für 4,30 Meter, ne? Das sind 3,60, das sind 8,40 Meter für 42. Ja, ich sag mal, es ist ein Preis, der dementsprechend reinpasst. Vielleicht ist das sogar durchschnittsmäßig errechnet worden, ich weiß es nicht. Aber es passt dementsprechend so ins Konzept. Das ist also schon mal ganz okay. Ne? Oh, Moment, ich hätte natürlich auch gucken können, ob man noch hätte was machen können. Das wollen wir nicht vorenthalten. Nein, da seht ihr selber, das ist einmal nur stumpf das Gerät, was hier zu sehen ist. Und das kann man dann kaufen und das ist es dann. So. Ja, ich würde sagen, wir flitzen noch einmal rüber. Da hinten sehen wir schon die nächste Mod. So, gucken wir mal. Und da sehen wir auch schon, dass wir hinten dran stehen. Das ist eine Köckerling Jockey. Da hinten steht es nämlich auch schon dran. Deswegen bin ich auch von hinten dran gelaufen. Hier sind wir von den Texturen her. Ihr seht die Reflektoren und das alles ist gesetzt. Ihr seht hier auch alles, was an Anschlussgeschichten, Hydraulik-Sachen gesetzt ist, alles was an Verstellmöglichkeiten da ist, sieht auch ordentlich metallisch aus. Ne? Das muss nicht alles chrom sein, aber hier in dem Sinne schon mal auf jeden Fall gut gemacht für die Maschine. Ne? Auch hier die ganzen, ne, Ölfilter-Geschichten steht sogar dran in dem Fall. Hier steht Köckerling auch nochmal dran. Die komplette Verschlauch-Verkabelungsgeschichte funktioniert hier einwandfrei. Ne? Ich würde sagen, hüpf einfach mal rein. Und wir falten das gute Stück mal auseinander. So, da seht ihr, die hintere Einheit ist dementsprechend schon die normale Breite, die auch der Traktor hat. Und die beiden Elemente links und rechts falten sich einfach nur runter. Und schon hat man das Ganze. Wir können hier natürlich hier die Plane aufmachen. Das zeige ich aber, glaube ich, nochmal lieber aus einer anderen Perspektive. Komme ich hier hoch, so. Also, weil das nämlich mal wieder was Feines. Ich muss jetzt gucken, ob ich da schnell genug hochkomme. Nee, kam ich nicht. Also, ich versuche es mal aus dem Innenraum her zu zeigen. Das geht von hier wahrscheinlich genauso. Da hinten seht ihr nämlich, es ist eine riesige Kurbel, die sich dreht. Finde ich also sehr schön gemacht, dass es nicht einfach nur aufflappt oder einfach nur weggeht oder so. Nein, hier hat man sich echt seine Mühe gegeben und gesagt, ja, da machen wir mal eine Kurbel dran. Und ja, da sieht man jetzt noch die schönen Köckerling-Beschreibungen an der Seite. Ne? Alles nicht ultra hochglänzend, aber ich finde es durchaus okay. Ich mache den Motor auch mal wieder an, den ich gerade aus Versehen ausgemacht habe. Und wir zeigen euch jetzt auch nochmal, dass das gute Stück auch funktioniert. Und da seht ihr, wir setzen hier Weizen an. So, wir hüpfen eine Runde raus. Ihr seht selber, ne, hier Verschmutzungsgrad ist schon da. Hier sieht man die ganze Technik, wie es sich verteilt. Sehr schönes Ding, direkt Saat. Ne? So, ja, ich würde sagen, es bleibt noch der Blick in den Shop. Saattechnik, ganz ans Ende. Da haben wir es.
44.000 kostet die Jockey 600, 160 PS braucht man dafür, 2.800 Liter ist drin und Zeug fürs Räuspern. Und sie sät halt dementsprechend und direkt Saat, das heißt, warum nicht vorher grubbern oder flügen. Und das Ganze bei 6 Meter Arbeitsbreite. Die haben noch Trelleborg oder Michelin zur Auswahl und bei Michelin auch noch zwei verschiedene Reifenvarianten. Wir hätten auch ganz andere Farben wählen können. Bleibt man hier glatt die Sprache weg. Hätte auch ganz andere, sorry dafür, ganz andere Farben wählen können, je nachdem, wie man es denn gerne hätte. Ne? Natürlich ist das Original Köpfeling Blau natürlich, finde ich, am passendsten. Ne? 18 km/h noch an Geschwindigkeit. Und sonst, ja, finde ich sehr gelungenes Gerät, sehr schönes Ding. Passt auch so grob in die Kategorie rein, würde ich sagen. Hier sind wir bei 6 Meter für 76.000. Da ist eher hier sozusagen fast das Schnäppchen dazu. Ja? So. Wollte ich gar nicht, haben wir aber trotzdem. So, hier sind wir und zwar am Ende der ganzen Geschichte. Und deswegen mitte ich das gute Stück hier mal ein mit dem Köckerling-Schild drin und sage, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.